So, da sind wir wieder und ja, letztes Mal haben wir hier den Gipfel oder was das jetzt ist erreicht und mal gucken, was uns hier erwartet. Hüter der Geheimnisse. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe dir schon einmal geholfen, Alter. Sieh mich jetzt an. Ich diesen Tag verfluche, wie ich dich verfluche. Vorsicht, Krähenvater. Ich bin nicht hier, um dich von deinem Leid zu befreien. Noch nicht. Ich weiß, warum du hier bist. Dein Bruder, der mit Namen Krieg, er ist vom feurigen Rat eingesperrt worden und erwartet sein Urteil. Für das Verdammen der Erde, für die Auslöschung der Menschheit. Warum sollte ich mich um deinen Bruder scheren? Weil du die Wahrheit kennst. Deine Geheimnisse können ihn retten. Der Rat wird Krieg verurteilen, ihn seiner Macht berauben und verrotten lassen, um die Wahrheit zu verbergen. Meine Geheimnisse beweisen seine Unschuld nicht, Reiter. Nein, aber sie können helfen, das Verbrechen ungeschehen zu machen. Die Menschheit wieder zurückbringen? Wahnsinn. Wenn das Wahnsinn ist, wer sonst sollte mir den Weg zeigen? Sollte es einen Weg geben, findest du ihn hier. Der Baum des Lebens. Lass mich durch. Noch nicht. Das, was du mir gabst, wirst du zurücknehmen. Für seine Geheimnisse wolltest du den Talisman behalten. Nein, die Stimmen, sie fluchen und bedrohen ohne Ende. Sie wollen zurückkehren. Du musst es zerstören. Ich kann nicht. Du hast ihr Fleisch ausgelöscht. Warum bewachst du ihre Seelen? Öffne das Portal. Solange ich lebe, kommst du nicht durch. So sei es. Hier sind deine Brüder in ewiger Qual gefangen. Willst du dich ihnen anschließen? Und was ist mit Krieg? Willst du deinen Bruder töten, um dein wertvolles Gleichgewicht zu wahren? Er ist unschuldig. Bist du so sicher? Also, gibt's jetzt einen Kampf oder wie? Wer ist das denn? Krieg? Okay, jetzt kämpfen wir gegen unseren eigenen Bruder. Ja. Wie kämpfe ich denn gegen dich? Einfach so? Oh. Okay, das. Okay. Shit, 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 shit. Okay, einfach so ist. Einfach so geht doch nicht. Wow, 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 wow. Jetzt bam, bam und bam. Okay, nach seinen drei Attacken einfach nach ihm hin und zack. Oh oh. Wow, wow, wow. Okay, der. Meine Fresse. Kommt der jetzt immer so? Oi, oi, oi. Oh, meine Maus muss leiden. Warte mal, wie war das mit Heilpot? 1, 2 oder wie? Eins? Nein! Nein! Boah! Was machst du denn? Wow! Shit! Also eins? Ah, okay. Autsch!
Und cool. Und cool. Jetzt. Ja. Ja. Was? Ey, der kann mehr abweichen als ich. Abweichen? Ich meine ausweichen. Er hat mich erwischt. Oder ich ihn. Okay. EP40. Ich finde eine Möglichkeit, Krieg zu retten. Das Portal. Deine Geheimnisse sterben mit dir, alter Narr. Meine Geheimnisse, aber nicht deine. Okay. Meine Geheimnisse, aber nicht deine. Heiltränke. Boah. Die unzähligen Welten unseres Universums wirbeln in einem endlosen Abgrund. Viele Welten, die durch Zeit oder Streit vom Abgrund geschluckt wurden, sind in das Nichts zurückgekehrt, aus dem sie geformt wurden. Doch andere stehen Ewigkeiten am Rand der Auslöschung, damit die Schöpfung durch Zerstörung vielleicht ausgeglichen werden kann. Und im letzten Moment der Schlacht wurde Tod in eine solche Welt verbannt, im Herbst seines Lebens, doch nicht fern vom Rand der Finsternis. Wurde Tod in sein Verderben geschickt? Die Antwort sollte sich in des Reiters Zukunft finden und in seiner Vergangenheit. Okay. Und wir wachen auf. Still, Reiter. Du bist verwundet. Fass mich nicht an. Deine Ankunft ist ein schlechtes Omen. Ja, das beunruhigt mich zutiefst. Ältester, es gibt noch mehr Probleme, wenn du nicht anfängst nachzudenken. Wo ist der Baum des Lebens? Leben? Diese Welt liegt im Sterben, Junge. Sie erstickt an Chaos und Verderben. Wir können wenig tun, um es aufzuhalten. Schon bald wird auch der große Baum verenden und mit ihm die Letzten meines Volkes. Ist das nicht das, was dich hierher gebracht hat, fahler Reiter? Ich suche den Baum. Dein Chaos und Verderben interessieren mich nicht. Was? Sofort kämpfen. Tun sie es doch. Was bist du denn für einer? Okay. Ja. Shit, ein Hit und ich bin weg. Wie gehe ich jetzt vor? Shit, shit, shit. Was? Shit. Tot. Der Tod war tot. Okay, dann müssen wir mal gucken. Wir müssen die besiegen. Okay, mit solchen Kombos geht das, glaube ich, besser als das, was ich da gerade versucht habe.
So, zack, zack und tot. Bam, bam, bada, bada, bam. Bam, bam, bam. Zack, zack. Und Schrott. Der nächste ist auch weg. So, jetzt lege ich hier richtig los. So, was ist das? Das war's. Du kämpfst gut, aber dieses Verderben kann nicht mit der Klinge besiegt werden. Such die Schmiedeschwester auf. Frag sie nach dem Feuer des Berges. Hilf ihr, dann wird sie dir helfen, den Baum zu erreichen. Was mich betrifft, ich muss wieder an die Arbeit. Ach so, jetzt können wir fragen, wer bist du? Und wer bist du, dass du einem Reiter Befehle erteilst? Ich bin Erschaffer. Sogar älter als der feurige Rat. Diese Hände haben das Fundament vieler Welten gelegt. Doch das ist lange her. Und jetzt wissen sie kaum noch, wie sich ein Stein anfühlt. Willst du nicht wissen, warum ich den Baum suche? Ich würde es nicht wagen, einen Reiter zu befragen. Aber ja, sag es mir. Ich muss die Menschheit retten, um Krieg zu erlösen. Himmel und Hölle kämpfen auf der Erde. Die Schöpfung erzittert. Und im Zentrum von allem steht dein Bruder. Er ist unschuldig. Das habe ich nie bestritten. Der Baum hält die Macht über Leben und Tod. Wenn du die Menschen retten willst, gehst du in die richtige Richtung. Sei aber gewarnt. Etwas Finsteres wohnt nun im Baum und der Weg ist voller Verderben. Das klingt doch gut. So, da war noch eine Kiste. Und ja, wir... Sie sind eine Stufe aufgestiegen und erhalten einen Fähigkeitspunkt. Okay, im Charaktermenü. Ui. Also wir können Todesbot oder Nekromant werden. Ja, was ist jetzt was die Frage? Also exhuminieren, Todruf, blutdürstige Ghule aus den Gräbern. Das klingt doch gut. Ja, dann wie komme ich hier weg wieder? Oh. Ach so. Sie haben eine neue Fähigkeit erworben. Drücken Sie Tab. Ah, okay, das ist auch cool. Jetzt haben wir Verbündete. So, hier ist noch eine Truhe. Mit Geld und Verteidigung. Moment. Speichern wir mal einmal sicherheitshalber. Und, wo war das mit den... Genau. Ui, haben wir ja ganz viele neue Hammer. Anlegen. Anlegen. Und anlegen. Anlegen bitte. So. Dann gehen wir mal weiter. In der Höhle da. Ui, was ein fetter Hammer. So. Was erwartet uns denn hier? Drücken Sie O, um den kontextbezogene Information zu erhalten. Brauche ich nicht. Ey, ey, ey. Was war das? Da ist ein Baum. Oder sowas. In der Art, wo wir jetzt durchrennen. Ein Dreistein. Okay. Scheint eine Stadt darzustellen.
Ach so, wir sollen reden. Der Sensenmann wurde auch Zeit. Die Erschaffer sterben. Ebenso unser Reich. Nur wir sind noch übrig. Das Leben eines Kriegers ist nie leicht. Ja, nicht leicht, aber einfach. Ich sah mein Ende immer mit der Klinge in der Hand. Ein Feld voll toter Feinde vor mir. Und welch ruhmreiches Ende erwartet dich, versteckt hinter diesen Toren? Du kannst das Verderben nicht bekämpfen und nicht verletzen. Du kannst nur jene töten, die es eingenommen hat. Jeder meiner Schläge gegen das Verderben ist ein Schlag gegen mein eigenes Volk. Sinne darüber nach, Reiter, bevor du mich als Feigling bezeichnest. Ja, jetzt können wir... Ah, so können wir diese Dialoge überspringen und einfach weggehen. Engelsdiplomat hat ein Geschenk für dich hinterlassen. Show. Okay, das konnte ich jetzt nicht ganz lesen. Das da bestimmt, oder? Was bist du denn? Geschenk von Engelsdiplomat. 3 Steine. Die Menschheit, was ist das? Ach so. Todesengel, Schulterstück. Ach so, das sind diese Codes, die wir aktiviert haben. Genau. Die waren nämlich dabei bei dem Spiel. Und ich denke mal, die werden uns nützlich sein. Stufe 5, schade. Aber wir sind Stufe 2, also da muss noch einiges kommen. Wie groß die alle sind, mein Gott. Beim Barte des Erschaffers. Die Gerüchte sind wahr. Ein Reiter in den Schmiedelanden. Ich heiße Alia und das ist mein Bruder Valus. Wir sind die Betreiber dieser Schmiede. Obgleich ich vermute, dass das nun weniger bedeutet als einst. Dies ist die Schmiede eines Erschaffers? Nein, die Schmiede der Erschaffer ist für uns verloren. Von den Händen des Verderbens zum Schweigen gebracht. Aber in ihren Tiefen fertigten wir einst die dunklen Türme der Hölle und die Städte des Himmels. Und nun stellt ihr Kleinkram her? Und du, einer der 4, suchst nun die Hilfe der Erschaffer? Ich schätze, wir sind alle von unseren hohen Rössern gefallen. Ich kam auf der Suche nach dem Baum hierher und der Älteste spricht von Feuer. Was ist das? Ja, das Feuer des Berges. Das Blut des Steinvaters. Es floss einst ebenso in unsere Schmiede wie die Tränen. Beide haben unsere Arbeit mit unglaublicher Kraft versetzt. Das Herz und die Seele des Steins. Aber das Verderben hat sie geholt. Jetzt ist unsere Schmiede verstummt. Was betrifft das mich? Der Weg zum Baum ist verloren, versperrt durch Verderben. Du kannst diesen Ort ebenso wenig verlassen wie wir. Stell unsere Schmiede wieder her, dann ist der Baum erreichbar. Ich kann deinen Gedanken nicht folgen. Wir sind Erschaffer, keine Krieger, aber nicht ohne Waffen. Bevor die Schmiede verloren ging, schufen wir ein mächtiges Wesen aus Seele und Stein. Ein Koloss gegen das Verderben. Um ihn zu wecken, benötigt man einen Erschafferschlüssel aus unserer Schmiede. Hilfst du uns? Hä? Da passt nichts irgendwie zu den Fragen so richtig. Aber okay. Was ist dieser Kessel? Ein Tempel, der im Schatten der Steinvaterspitze steht. Dort wurde das Feuer des Berges gebändigt und zu unserer Schmiede geleitet. Reite von der Stadt nach Osten, über den verkohlten Pass und zur schlackigen Spitze des Steinvaters. Dort findest du den Kessel. Kein Mann der großen Worte, dein Bruder. Aber selten still. Seine Stimme ist das Klingen des Hammers, sowie das Fauchen einer weißen Flamme. Ja, er arbeitet, während du redest. Ich werde wohl eine Klinge brauchen. Ist deine Not größer als unsere, Reiter? Ich glaube nicht. Wir kämpfen um das Überleben unseres Reichs und unserer Art. Erweise dich als würdig. Dann können wir vielleicht ins Geschäft kommen. Okay.
Naja, aber wie das hier weitergeht, würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Also, ciao, Leute.